Nach dem durchwachsenen Saisonauftakt des Hamburger Renntalents Tim Tramnitz am Wochenende folgte am Montag ein offizieller Test in der Formel E. Unser Moderator Marco Ostwald traf ihn am Nachmittag zum Gespräch. An der Alster mit Tim Tramnitz. Tim, moin, grüß dich, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Die Hamburg 1-Zuschauer und wir verfolgen ja deine Karriere seit vielen Jahren aufmerksam. Wir freuen uns immer mit dir, wenn du den nächsten Schritt gehst. Jetzt ist es so wieder soweit, es ist der eine oder andere Schritt dazugekommen, aber der Reihe nach. Du warst gestern in Berlin, durftest einen Testlauf absolvieren für die Formel E für Abt Cupra. Wie war's? Also der Test war natürlich eine mega Erfahrung. Gerade das erste Mal ein Formel-E-Auto zu fahren, ist, denke ich, immer was Besonderes. War auch für mich das allererste Mal überhaupt ein Elektroauto zu fahren. Am Anfang schon irgendwie noch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, ohne Sound. Aber gut, das ist eine Sache, an die gewöhnt man sich natürlich und ja. Wie ist der Unterschied, wenn man vom Formelfahrzeug kommt, zuletzt jetzt Formel 3, auf so einen E-Boliden vom Fahrverhalten her? Im Prinzip kann man sagen, dass es einfach ein Rennauto ist, an das man sich neu gewöhnen muss. Man hat deutlich mehr Hilfsmittel im Formel-E-Auto, was ja zum Beispiel ABS angeht auf der Bremse. Und im Prinzip ist es ein total anderes Fahrzeug, eine ganz andere Aerodynamik, an die man sich gewöhnen muss. Aber es ist wie mit allen Sachen. Es braucht auch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Zeit. Und dafür war der Test einfach optimal. Das erste Mal warst du im Hamburg 1 Frühcafé, als du, glaube ich, 11 Jahre alt warst, bist Kart gefahren, zwischenzeitlich dann natürlich Formel 4. Die Formel 4 gibt es in Deutschland in der Form so jetzt nicht mehr. Darum der Schritt für dich in die Freka. Vielleicht für die Zuschauer, die nicht ganz so motorsportaffin sind, einmal erklärt, was ist das für eine Serie? Ihr fahrt Formel 3. Genau, die Freka ist eine Formel 3 Serie. Im Prinzip hat die Freka die damalige europäische Formel 3 so ein bisschen ersetzt. Und genau, also es ist auch eine Europameisterschaft, in der ich beim französischen Team RSGP an den Start gehe. Am Wochenende war ja Saisonauftakt in Imola. Zwei Rennen gab's. Das erste hast du auf Platz 6 abgeschlossen. Das zweite bist du von der Pole gestartet und dann leider im Kiesbett gelandet. Da gab es eine Kollision mit einem Teamkollegen. Hast du das schon komplett abgehakt? Ist das Sport? Muss es weitergehen oder nagt das noch an dir? Auf der einen Seite ist es Sport, auf der anderen ist es natürlich immer nicht schön, sowas zu erleben. Gerade wenn man von der Pole startet, möchte man natürlich auch das Rennen auf Platz 1 beenden. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die noch intern besprochen werden müssen. Gerade unter Teamkollegen sollte sowas natürlich nicht passieren. Trotzdem gibt es auf jeden Fall positive Dinge. Gerade die Pace im Qualifying und auch das Auto, was wir hatten. In den Preseason-Tests sahen wir auch immer extrem stark aus auf jeder Strecke, die wir waren. Und es sind immer noch 18 Rennen und es ist immer noch alles zu holen. Das nächste Rennen findet im Mai statt in Barcelona. Insgesamt sind ja Formel-1-Strecken mit dabei, Sandford oder auch Spielberg, Hockenheim mit dabei. Kannst du sagen, auf welchen Track du dich am meisten freust? Wir fahren ja dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, auch in Hockenheim. Und ja, natürlich ist es schön, endlich mal wieder zu Hause zu fahren, sage ich mal. Gerade auch Hockenheim ist eine Strecke, die mir sehr gut gefällt. Aber auch Zandvoort ist eine richtig schöne Strecke. Man hat noch die alten Kiesbetten, so ein bisschen wie es früher war. Und da auf der Strecke sahen wir auch immer gut aus in der Vergangenheit. Also im Prinzip die letzten beiden Rennwochenenden sind die, worauf ich mich am meisten freue. Jetzt kann man sagen, die Freka, das ist ja schon so ein bisschen Formel-1-Feeling. Ihr seid in ganz Europa unterwegs, fahrt eben auf den Strecken. Du bist auch aus Imola dann direkt nach Berlin, um da diesen Testlauf zu absolvieren, jetzt in Hamburg. Wie fühlt sich das an, zwischendurch nach Hause zu kommen? Ist das wichtig, um so ein bisschen sich zu erden, Kraft zu schöpfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich genieße es auch schon, immer zu Hause zu sein. Auf der anderen Seite freut man sich auch immer, wenn man wieder im Rennauto sitzt. Und da ist teilweise dann schon nach einer Woche, wo man zu Hause ist, möchte man dann eigentlich schon gerne wieder im Auto sitzen. Also von daher haben mir die letzten paar Tage eigentlich ziemlich gut gefallen. Aber so Zeit zu Hause mit der Familie ist immer wichtig. Wir wünschen dir viel Erfolg, drücken die Daumen in der Formel 3, da bist du angekommen. Und Tim, mach weiter so, genau, da gibt es schon einen Daumen, da sind Fans tatsächlich zu sehen. Der große Traum bleibt Formel 1 irgendwann?
Ja, natürlich. Also der Plan ist natürlich immer, oder der Traum von jedem Rennfahrer ist natürlich immer, in die Formel 1 zu kommen. Allerdings muss man natürlich auch Ausschau halten, was es für andere Möglichkeiten gibt. Und da ist die Formel E natürlich auch wirklich eine extrem interessante Serie. Und von daher auch nochmal vielen Dank an die ADAC Stiftung Sport und das Team Abt, dass die mir die Möglichkeit gegeben haben, ja, das Formel E-Auto mal auszuprobieren. Aber natürlich, der Traum ist immer noch, in die Formel 1 zu kommen. Tim, herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen dir weiterhin viel, viel Erfolg und sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.